Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Finanzminister. Macht euch keinen Stress mit der Kameraauswahl. Es gibt so viele tolle Kameras. Keine Kamera ist schlecht in ihrer Preisklasse. Alle Kameras, die sich auf ähnlichem Preisniveau befinden, sind auch ähnlich gut. Und da gibt es mittlerweile kaum noch Abstriche. Du musst für dich herausfinden, welche Kamera passt für dich und wie kannst du sie am besten bedienen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Kamera-Kaufentscheidung 2019 und worauf du achten solltest. Viel Spaß! Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, euch geht es gut. Vielen Dank an alle neuen Abonnenten, die mich jetzt abonniert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle tollen Kommentare unter den letzten Videos. Da habe ich mich besonders sehr drüber gefreut. Ihr habt euch ein Video zum Thema Kamera-Kaufentscheidung 2019 gewünscht und das greife ich heute gern auf. Disclaimer vorab. Ich werde von keinem der Kamerahersteller bezahlt, dieses Video durchzuführen, sondern das mache ich alles nur auf eurem Wunsch hin. Ich habe bereits letztes Jahr ein Video zum Thema Kamera-Kaufentscheidung gemacht. Wenn dich das interessiert, geh in meine Playlists rein und schau es dir dort gerne nochmal an. Ich werde heute auf jeden Fall wieder ein relativ kurzes Video dazu machen, weil ich denke, man kann das Ganze auf wesentliche Dinge herunterbrechen, in der Hoffnung, dass sie dir aber trotzdem helfen. Ich habe vier große Dinge dazu mal herausgegriffen und ich hoffe, sie helfen dir in deiner Entscheidungsfindung. Zum Ersten ist es wichtig, dass du dir die Frage stellst, welche Größe, welches Gewicht und welches Handling muss die Kamera haben? Der zweite Punkt wäre natürlich der Punkt des Preises. Das heißt, lege dir ein Budget fest, sei hier knallhart und sag dir, das ist meine Obergrenze, inklusive Zubehör, inklusive allem, was ich brauche und drüber geht nichts. Als dritter Punkt wäre wichtig zu wissen, welche Extras muss die Kamera unbedingt haben. Das heißt, den besten Autofokus oder eine besondere Videofunktionalität. Und als viertes sollst du dir im Klaren sein, welche Anwendungen du damit bedienen möchtest. Wenn du sagst, ich möchte gerne Astrofotografie machen oder Sportfotografie, dann wirst du wahrscheinlich sehr eingeschränkt sein und sehr speziell eine Kamera aussuchen müssen. Als erstes empfehle ich dir, in den nächsten Elektromarkt zu gehen und dir die Kameras anzuschauen bzw. sogar in die Hand zu nehmen. Es ist immer ein bisschen schwierig, über Videos herüberzubringen, wie sich eine Kamera anfühlt, ob es leicht oder schwer ist. Man kann immer vergleichen, wie viele Finger drauf passen, aber es hat auch jeder andere Handgrößen. Von so her ist es immer recht vorteilhaft, wenn man selbst losgeht und selbst entscheidet, ist die Kamera zu groß oder zu klein, zu leicht oder zu schwer. Das nächste Thema wäre, wenn du jetzt die Kamera angeschaut hast und sagst, okay, die passt von der Größe, so wie ich das möchte, schau dir das Menü an. Mittlerweile sind die Kameras auch so gerade im Einsteigerbereich konzipiert, dass du im Menü kleine Quick-Tipps hast, die dir erklären, was du mit welcher Einstellung erreichen kannst. Schau dir das an. Ich weiß, dass die Canon EOS 200D zum Beispiel das auch jetzt wieder drin hat und alle nachfolgenden Einsteigerkameras oder fortgeschrittenen Kameras haben das auch. Bei Nikon ist es genauso. Nikon hat das auch mittlerweile implementiert. Die 5000er Serie hat das noch ein Ticken spezialisierter als die 3000er Serie. Das sollte man vielleicht wissen im Vorfeld. Das liegt aber auch daran, dass es hier eine andere Preisklasse ist. Generell ist es so, dass ihr das Menü anschauen müsst, denn da gibt es große Unterschiede. Du hast bei Nikon ein anderes Menü als bei Canon. Man muss wissen, dass Nikon auch ursprünglich mal gesagt hat, wir wollen gern aus der analogen Fotografie sehr viel in die digitale Fotografie übernehmen. Deswegen hat man oftmals auch mehr Knöpfe an Nikon-Kameras oder andere Knöpfe. Wenn du noch keine Kamera besitzt, ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil du noch nicht eingefahren bist und dir alle Menüs in Ruhe anschauen kannst. Ja? Dann kannst du nämlich nicht sagen, Fuji ist mir zu umständlich oder Nikon oder Canon, sondern du wirst dann halt schauen, was liegt dir besser und lernst dann auch damit umzugehen. Und noch ein Punkt zum Thema Kamerasensoren, ganz kurz. Du wirst sehen, dass die Nikon-Kameras zum Stand heute immer noch die besseren Sensoren verbauen, was das Thema Dynamic Range angeht. Das heißt, der Dynamikumfang der Nikon-Sensoren ist weitaus größer als bei Canon-Sensoren. Frag mich nicht, warum das so ist. Es ist so. Das heißt, du wirst gerade bei der Landschaftsfotografie bei Canon-Kameras eher mal eine Belichtungsreihe machen müssen, um sicher zu gehen, dass du vielleicht beim Sonnenaufgang auch wirklich alles in Details mit aufgenommen hast und dir nichts absäuft in den Schatten oder überbelichtet ist im Himmel.
Das soll also nicht heißen, dass du mit einer Canon-Kamera keine Landschaftsfotos erstellen kannst oder keine guten Landschaftsfotos machen kannst, aber du solltest dir dessen bewusst sein, dass du aufgrund des Sensors sehr wahrscheinlich Belichtungsreihen machen musst. Ähnlich ist es auch bei Sony so der Fall. Die haben zwar auch die besseren Chips schon drin, aber auch da würde ich ab und zu zur Sicherheit Belichtungsreihen anlegen. Einen weiteren Punkt, den du in deiner Budgetplanung bedenken solltest, das wäre das Thema Objektive. Du wirst sehen, dass du im Sony-Bereich und im Fuji-Bereich mittlerweile auch recht viele gute Objektive bekommst, die aber auch sehr, sehr teuer sind. Bei Nikon und Canon hast du den Vorteil, dass du aufgrund der langjährigen Erfahrung der Kamerahersteller und der riesigen Produktpalette an Objektiven eine ganze Menge finanziellen Spielraum hast und auch einige Objektive benutzen kannst, die vielleicht nicht mehr top aktuell sind, aber noch sehr, sehr gut sind. Bei Sony gibt es natürlich den Vorteil, dass man auf dem E-Mount einige Objektive anschließen kann, die auch schon viel älter sind. Da gibt es eine ganze Menge Retro-Objektive, die hier auch wieder passen. Und der Vorteil ist auch, man kann hier sehr unkompliziert Objektive benutzen, die man manuell bedienen muss. Du siehst also, das Thema ist sehr komplex und es ist gar nicht so einfach zu sagen, die Kamera ist gut oder die andere ist besser, sondern das ist immer sehr individuell und auf den Anwendungsbereich zugeschnitten. Wie ich vorhin erwähnt hatte, wenn du sagst, du möchtest sehr gern Profi-Sportfotografie machen, dann wirst du wahrscheinlich entweder eine High-End APS-C-Kamera kaufen müssen oder auf eine Vollformat-Profikamera zurückgreifen. Im Spiegelreflexbereich wären das also dann die obersten Kameras, die es gibt. Und bei Sony im spiegellosen System wäre es natürlich auch dementsprechend die Sony Alpha 9, die auch mit mehreren tausend Euro zu Buche schlägt. Ich bin aber kein Freund von Aussagen, die Einsteigerkameras oder die fortgeschrittenen Kameras so ein bisschen schlecht reden. Ich finde, man kann mit den Kameras schon eine ganze Menge machen. Natürlich kommt es immer darauf an, was man für ein Glas vorn dran schraubt, völlig klar. Aber ich denke, man kann mit den einfachen Objektiven auch schon ganz viel anstellen. Und es braucht auch nicht immer ein teures Objektiv für 2000 Euro, sondern man kann mit relativ einfachen Objektiven, wie zum Beispiel auch dem 50mm 1.8 für Canon, das gibt es auch für Nikon, schon sehr tolle Aufnahmen machen. Man kann ein bisschen Astrofotografie spielen, man kann sehr, sehr gute Porträtaufnahmen damit machen und man hat damit auch im überschaubaren finanziellen Bereich schon eine Kamera und ein sehr gutes Objektiv, mit dem man schon sehr weit kommt. Praxistipp: Wie gehst du jetzt vor, um deine Entscheidung wirklich zu treffen? Du baust dir einen Warenkorb, das kann beim Amazon sein, das kann aber auch bei jedem anderen Händler sein. Dort legst du deine Kamera rein, die du möchtest, mit Kit-Linse. Du legst auch noch zusätzlich das 50mm 1.8 Objektiv rein, das gibt es von allen Herstellern mittlerweile. Und dann legst du noch von mir aus eine Tasche mit rein, eine Speicherkarte, einen UV-Filter vielleicht für dein Objektiv und das war's auch schon. Und dann schaust du mal, wo du rauskommst. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, du kommst entweder noch in dein Budget oder du bist schon deutlich drüber mit dem, was du möchtest. Und anhand dessen kannst du auch dann schnell beurteilen, ist die Kamera was für mich, vor allem für meinen Geldbeutel, oder eben doch nicht. Kleiner Tipp am Rande, wenn du sagst, die Kamera ist mir zu klein, man kann meistens für die Kameras auch einen Batteriegriff kaufen, der die Kamera etwas größer macht, oder man kauft ein L-Bracket dazu, wie hier an der Sony. Damit wird die Kamera auch noch ein Ticken größer und dir passt zum Beispiel dann auch noch der kleine Finger auf den Griff. Ja, ich glaube, wenn du das gemacht hast, hast du ein bisschen Klarheit, wo du finanziell rauskommst und welche Möglichkeiten du vielleicht entweder noch hast oder du nicht hast. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Finanzminister, würde ich sagen, oder die Frau. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, das hat ein bisschen geholfen. Macht euch keinen Stress mit der Kameraauswahl. Es gibt so viele tolle Kameras. Keine Kamera ist schlecht in ihrer Preisklasse. Alle Kameras, die sich auf ähnlichem Preisniveau befinden, sind auch ähnlich gut und da gibt es mittlerweile kaum noch Abstriche. Im Gegenteil, du musst für dich herausfinden, welche Kamera passt für dich, für deine Ansprüche am besten und wie kannst du sie am besten bedienen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste heutzutage, was man bedenken müsste beim Kamerakauf. Und wenn man das beherzigt, wird man, glaube ich, auch eine gute Kamera kaufen. Und ja, bevor man dann sowas kauft, bleib lieber bei deinem Handy. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg bei der Kameraauswahl und ich freue mich auf die Kommentare unter dem Video. Tauscht euch ruhig ein bisschen darüber aus,
wie ihr euch entschieden habt, was ihr dazu bedacht habt und was ich vielleicht auch vergessen habe in dem Video. Sagt's mir gern. Bis zum nächsten Mal. Vergesst mich nicht zu abonnieren und einen Daumen hier zu lassen. Das hilft mir wieder sehr. Ja, bis dann. Tschüss.